Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und heute gibt es Hardcore Herrschaft auf der Map Overlord. Das Ganze erspielt und kommentiert von und mit eurem Commander Krieger und ich habe in den Koffer eingepackt die SC 2010 mit Rotpunktvisier und Mündungsbremse. Als Primärgranaten habe ich die USB-Faust mit dabei, die wirklich widerlich sind, und die Aerosolgranaten als Sekundäre. Als Perks Vorbereitung, damit die Waffe schnell gezogen wird, dann starker Arm, damit ich die Granaten relativ weit schleudern kann, da werdet ihr nachher noch was zu sehen. Totenstille und Verstärker, so muss das sein für einen Headset-Spieler und noch obendrauf. Ja, ein zusätzlicher Primärgranatenslot und ein zusätzlicher Sekundärgranatenslot. So, also das heißt zwei USB-Vs, zwei Aerosolgranaten. Ab geht's in den Krieg. Und dazu haben wir noch die Abschussserien. Auf der 5 das IMS, auf der 7 das Geschütz und auf der 10 den Griffin. Ja, Freunde, Hardcore-Herrschaft, was ist das für ein abgeranzter Modus, den ich euch hier heute zeige? Das hat einen besonderen Grund. Erstens, ich fand das Gameplay relativ in Ordnung, der Score war okay für euren Commander-Krieger. Und da habe ich mir gedacht, das schnubbelt's einfach mal. So, auf jeden Fall, was, wieso Hardcore-Herrschaft? Ihr seht es vielleicht schon, ich bin in einer vollen Lobby, das heißt, ich zocke mit dem Tibo Supreme, von dem vielleicht noch das ein oder andere Commentary bzw. Video kommen wird. Dann, mit dem MHHGG, mit dem Bro Gaming HD, den kennt ihr auch schon sicherlich von meinen Videos her, und mit dem Robert zusammen. Und wir zocken derzeit, ja, Clankriege. Und hier zeige ich euch erstmal, wie weit man so eine Aerosolgranate schleudern kann. Komm. So, und das Ding geht hinten bis zur A-Flagge. Bams. Hammerhart. Also, ohne Witz, mit dem starken Arm, da hat der Typ mal ein bisschen Spinat gefressen, da kannst du mal richtig einen rauskeulen. So. Gut, auf jeden Fall, hier habe ich einen gehört, deshalb gehe ich hier in die Ecke und wundert euch nicht, ich werde hier in der Ecke ein bisschen rumpimmeln, aber ich mache keinen Abschuss. Also bleibt locker, entspannt euch. Ich massiere euch derweil die Öhrchen. Warum Hardcore-Herrschaft? Ja, wie gesagt, es sind momentan Clankriege und da lautet eine Aufgabe, so viel wie möglich Hardcore-Herrschaft zu gewinnen. Natürlich noch andere Spielmodi, wie zum Beispiel, was haben wir noch? Also wir haben die ganze normale Palette dabei, Team Deathmatch, Abschuss bestätigt, aufgeputscht, Blitzangriff, Herrschaft, Suchen und Retten, Suchen und Zerstören, gejagt. Dann Hardcore-Herrschaft und Hardcore-Abschuss bestätigt. Und wenn man in so einer vollen Lobby die Gegner wegschnetzelt und das Spiel gewinnt, kriegt man, je nachdem wie viele Spieler in der Lobby sind, bis zu 6 Punkte. Das heißt pro Spieler ein Punkt. Und wer die meisten Punkte dann erobert hat, kriegt sogenannte Knotenpunkte. Und von den Knotenpunkten kriegt man Tarnung, Waffen und all die ganzen... Also, nee, Tarnungen und Verkleidungen und hast nicht gesehen. Auf jeden Fall, wir spielen momentan aktiv in dem Clan. Wir haben 100 aktive Leute, was relativ viel Spaß macht. Hätte ich nicht gedacht. Die Clankriege haben jetzt vor 3 Tagen begonnen, glaube ich. Oder 2 oder 3 Tagen. Und ja, wir sind momentan auf Platz 1 in unserer Division. Wir spielen in der Gold-Division. Wir sind leider abgestiegen. Da wussten wir es aber noch nicht. Da wussten wir es noch nicht. Da war der Clan noch nicht aktiv. Und ja, jetzt werden wir so ein bisschen uns im Clan-Bereich aufheben. Und werden da so ein bisschen leveln, bis die Schwarte kracht. Übrigens, Schwarte kracht, Krabums, ne? Ja, auf jeden Fall, viele fragen mich auch, wie geht das Tor hier zu? Da ist der Schalter. Da ist der Schalter. Da kann man das Tor wunderschön zumachen. USB-V an die Wand. Deshalb... Ja, Clankriege, deshalb habe ich auch die USB-Vs mit dabei. USB-Vs in Herrschaft, Hardcore-Herrschaft, muss ich dazu sagen, sind wirklich widerwärtig. Widerwärtigst und geil. Und deshalb habe ich die mit dabei. So, meine Strategie hier jetzt, ab sofort, ist so ein bisschen um den C-Spawn rumzurennen, die Gegner wegzuholen und um meine Killstreak weiter aufzubauen. Und ich habe mir gedacht, die C-Fahne ist ja momentan nicht belegt. Da muss da wohl jetzt irgendwann mal einer kommen und muss sich die C-Fahne sichern. Ich werde schon ungeduldig, ich habe schon Hummel im Arsch. Und ja, endlich kommt auch mal einer. Dankeschön. So, und ich werde direkt belohnt, kriege 2 Leute und habe ein IMS. IMS, ja, kann man hier immer gut in den Raum reinpacken. Das läuft. Gut, auf jeden Fall das Schöne auch am Hardcore-Herrschaftsmodus. Erstmal, ich habe die Mündungsbremse auf der SC 2010. Somit macht das Ding noch ein bisschen mehr Schaden. Und ja, der Schaden kommt einem wirklich zugute. Gerade im Hardcore, da sind die meisten Leute schon mit 1 oder 2 Schuss maximal weg. Und hier dritt weg sind die Leute. Und ja, Rotpunktvisier einfach, um auf ein bisschen größere Distanzen ein bisschen besseres Aim zu haben. Zumindest für meine Skillverhältnisse. Das war so meine Strategie. Der Typ hier unten will meine IMS kaputt machen. Hat er auch geschafft. Und wo mag der Typ wohl sein? Da ist er. Besten Dank.
Was auch noch sehr schön ist, was mir sehr gut gefällt, man achtet gar nicht auf die Killstreak. Das heißt, normalerweise, vielleicht kennt ihr das, ihr seht jetzt so, oh, der Typ ist noch zwei vom Griffin entfernt, nur noch einen, Was macht man? Man spielt wesentlich vorsichtiger. Das hat man im Hardcore nicht. Natürlich hat man auch die Nachteile, man weiß nicht, wie viel Munition man noch hat und die ganze Scheiße. Das steht halt nicht da. Hier habe ich einen gehört, der rennt aber unter mir lang und da ist der Griffin. Nachgeladen im Lauf ist ziemlich scheiße, weil da kannst du schnell abgeknallt werden. Ja, auf jeden Fall, ich habe den Griffin, leg mich hier hin und kann den Typen da hinten noch mitnehmen. Und Griffin, Freunde, Griffin im Hardcore-Modus. Traum, Traum. Das ist wirklich Zucker. Das ist, als wenn hier ein Engel auf die Zunge pinkelt. So geil ist das. Freunde, schneid euch an, ein Griffin auf Herrschaft im Hardcore-Modus ist das Schönste, was euch passieren kann. Weil die Gegner hier schön ein bisschen rund umrandet, kann man ganz locker wegholen. Man kann sie auch, ja, hier unten, der kriegt nochmal einen weg. Die sterben auch mal direkt mit dem One-Shot. Was natürlich sehr ordentlich dafür sorgt, dass man schön hochleveln kann. So, genauso sieht es auch aus mit dem Heli-Piloten. Den habe ich jetzt hier nicht mit dabei. Der aber definitiv auch noch Spaß macht. Der Typ rennt wahrscheinlich hier unten rein. Zack, Dankeschön. So, also ein Griffin auf Hardcore kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es macht Laune und Spaß. Gut, so, das haben wir auch schon. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches momentan euer Lieblingsspielmodus ist. Momentan lässt auch das Kommentare schreiben so ein bisschen nach. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, wenn ihr wirklich einen Google Plus Account habt, dann schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, was ihr momentan am liebsten spielt. Wenn ihr jetzt MW3 oder Black Ops 2 oder MW2 spielt, schreibt es mir dazu. Würde mich mal so interessieren. Ich bin momentan definitiv, gerade auch dank dem Clan, so ein bisschen im Ghost-Fieber. Anders kann man das leider nicht sagen. Es macht wirklich Laune, es macht wirklich Spaß, gerade auch nur auf der PS4 mit einer schönen Grafik. Da hat man wirklich, ja, Lust und Laune auf mehr. Anders, ja, es ist einfach so, Freunde. Es ist einfach so. Ich halte mich auch momentan so ein bisschen bedeckter, was Videos angeht. Natürlich werden jetzt ein paar Commentaries kommen, gar keine Frage. Aber ich möchte doch jetzt so den Januar ein bisschen ruhiger angehen lassen. Möchte ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen. Da war die Weihnachtszeit, war da doch ein bisschen anstrengender. Das heißt, ich werde jetzt gerade auch zum Anfang des Jahres so ein bisschen den Video-Output runterschrauben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber es werden trotzdem, wird täglich mindestens ein Video kommen von mir. Dann kommt noch ein Video meistens noch vom Gym. Das kann ich euch sagen. Und ich kann euch so viel sagen, ich habe die Lust nicht verloren. Nur ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen so eine so zum Runterkommen. So ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen mehr zocken, damit ihr auch eigene Gameplays kriegt. Normalerweise bin ich ein Typ, der gerne hier alle Gameplays direkt rausfeuert und am liebsten würde ich euch jetzt noch 4, 5 Commentaries hinterher klatschen. Dann habe ich aber wieder nichts. So, und dann kommen wieder die Gast-Gameplays. Das heißt, so ein bisschen Geduld, im 2-3-Tages-Rhythmus kommen dann mal ein paar Commentaries und ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung und ich denke, das ist auch ein guter Weg, wo wir uns im Jahr 2014, zumindest zum Beginn vom Jahr 2014, ihr ranziger Camper, wo wir uns im Jahr 2014 schön bewegen und ich denke, damit ist uns allen geholfen. Ja, so. Ansonsten gibt es von meiner Seite eigentlich hier, außer einem geilen Aim, nicht mehr viel zu sagen. IMS hier hingestellt, ist auch ein sehr schöner Spot. USBV einmal links an den Eingang, weil ich habe mir gedacht, da ist gerade einer hochgelaufen, der könnte vielleicht nochmal kommen. Und hier an den Eingang, ich höre zwei. Und da dumms, haha, Double Kill. Und jetzt höre ich rechts immer noch einen, den machen wir auch noch lang. Besten Dank. Viele fragen auch, was nimmst du für ein Headset? Ich habe ein Astro A50, mit dem ich die Gegner momentan so ordne. Ist ein Ding, was ich definitiv empfehlen kann. Der Drops ist gelutscht, 30 zu 5, mein Score 200 zu 81. Ein paar Weihnachtsnoobs mit dabei. Und ja, meine IMS, Badumps, macht den Abschluss. Ich bin raus mit einem Gutschuss, euer Commander Krieger. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr momentan spielt und was ihr für einen Spielmodus bevorzugt. Gutschuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger. Tschüss.